Servus, die Wadeln hier aus der Jungfrauregion, aus dem Skigebiet Kleine Scheidegg Männlichen. Wir sind hier, der Korbi hinter der Kamera. Und meine Wenigkeit, um einen Aftermovie für Snowtrax zu produzieren. Snowtrax ist Europas größter Anbieter für Ski- und Pauschalreisen und haben ein Gewinnspiel in Kooperation mit dem Tourismusverband My Switzerland und auch mit den hiesigen Tourismusverbänden veranstaltet. Und zwar dann mit der Jungfrauregion, mit Interlaken und auch hier mit dem Bergfahren vom Jungfraujoch. Und da durften dann 10 Teilnehmer ein mega geiles Programm hier miterleben. Und dafür haben wir, wie gesagt, den Aftermovie produziert. Und da möchten wir euch jetzt ein bisschen mit reinnehmen. Wir sind jetzt nochmal nach dem eigentlichen Programm nochmal hier hochgefahren, dass wir noch ein paar schöne Aufnahmen bei Sonne produzieren können. Einmal, dass ihr dann auch ein bisschen mehr seht und andererseits, dass der Aftermovie auch ein bisschen mehr ballert. Und jetzt zeigen wir euch erstmal, wie das Skifahren hier ist. Ja, das macht richtig Laune. Und hier sind wir drei Highlights des Skigebiets. Unten rechts das Starthäuschen der legendären Laubehornabfahrt. Und hier in der Mitte zwischen den beiden Bergen, links neben der Sonne, das Jungfraujoch, das Top of Europe. Das werden wir uns später nochmal genauer anschauen. Und hier diese einzigartige Bergkulisse mit den Bergen Eiger, Mönch und Jungfrau. Das Skigebiet Männlichen, Kleine Scheidegg, hat 102 Pistenkilometer. Davon sind 33 blau, 56 rot und 13 Kilometer schwarz. Und das Skigebiet geht von 944 Meter auf 2400 Meter hoch. Aber das Top of Europe führt einen dann doch nochmal auf 3466 Meter. Ja, der Korbi, der ist hier auch mit am Start. Der ist hier der Filmer. Und wir haben einiges an Equipment dabei. Ich zeig mal den Rucksack hier. Also mit Gimbal, mit Insta360, GoPro, Drohne und ein ganz, ganz wichtiges Tool, denn es musste immer alles sehr schnell gehen. Die Teilnehmer hatten Erlebnisse und wir sollten es einfangen und dann Gimbal zu arretieren und alles Mögliche und dann zu sagen, hey, fahr so, war nicht so einfach. Und da haben wir den Seacoach genutzt. Mit dem Teil top, wirklich. Ja, es macht das Leben so viel einfacher, ne? Das ist viel leichter zu organisieren einfach. Ja, wenn der Gimbal mal rumspackt oder irgendwas nicht funktioniert, kann man kurz sagen, hey, stopp. Ja. Und dann geht das viel einfacher. Und Seacoach haben auch hier dieses Video ermöglicht. Seacoach macht auch ganz, ganz viel im Reitsport und auch im paraolympischen Sport. Denn wenn man zum Beispiel blind ist und dann Skifahren möchte, braucht man natürlich jemanden, der einem sagt, hey, fahr daher. Und da ist der Seacoach ein super Kommunikationssystem, denn man hat dann eine gute Verbindung, so bis auf 500 Meter und kann dann sehr, sehr gut miteinander kommunizieren. Alrighty, dann gehen wir mal weiter hier Skifahren. Hier auf der Vixi, geiler Name, ne? Let's go. Hier sehen wir den Weltcuport Weng. Aus Weng und auch aus Grindelwald kommt man ins Skigebiet Männlichen Kleine Scheidegg. Wir sind aus Grindelwald ins Skigebiet reingestartet. Und vor 3 Jahren war ich ja schon mal in Grindelwald und habe da das Skigebiet Grindelwald Viers besuchen dürfen, das auf der Sonnenseite von Grindelwald liegt. Und Grindelwald Viers ist für mich ein Skigebiet zum Genussskifahren, wohingegen das Skigebiet Männlichen Kleine Scheidegg für mich auch sehr viele sportliche Pisten, wie man hier sieht, bereithält. Wohingegen man im Skigebiet Grindelwald Viers in Richtung dieses einzigartigen Bergmassives fährt, fährt man im Skigebiet Männlichen Kleines Scheidegg direkt an diesem Bergmassiv und sieht dann auch diese einzigartige, atemberaubende Steilwand auch mit den Gletschern, was ein ganz besonderes Erlebnis ist.
Ja, Freunde der gepflegten Skiunterhaltung, wie ihr gesehen habt, kann man hier bei wunderbaren, einzigartigen Panorama Skifahren. Ganz, ganz toll. Die Pisten, die geöffnet sind, sind 1A präpariert. Auch wenn die Pisten hier anders sind als in Österreich, das muss man ganz klar sagen, ist in der Schweiz aber allgemein so, da sind die Pisten nicht so platt planiert, sondern ist auch mal so ein bisschen kopierter, sodass man dann mit dem Ski auch noch mal ein bisschen mehr spielen kann. Ja, das Panorama ist eigentlich auch schon das richtige Stichwort, denn hier gibt es noch eine Attraktion neben dem Skifahren, wodurch die Jungfrau-Region auch sehr, sehr bekannt ist. Und zwar kann man mit dem Zug hoch aufs Jungfraujoch hochfahren. Mit der ganzen Infrastruktur hat das ganze Projekt jetzt dann noch mal eine halbe Milliarde verschlungen. Dieser Tunnel aber, der da gebaut wurde, der ist schon seit 1912, glaube ich, in Betrieb. Denn das ist damals innerhalb von etwas mehr als einem Jahrzehnt da durch den Berg durchgesprengt. Ist ein ganz, ganz toller Ausblick, den wir auch erleben durften. Und die Bilder, die möchte ich euch jetzt zeigen. Das war aber nicht die einzige Aktivität, die wir neben dem Skifahren erleben durften, sondern wir waren auch noch beim Winterkajak. Klingt komisch, aber haben wir gemacht. Schön in einem Trockenanzug sind wir dann Kajak gefahren, haben da auch noch ein kleines Rennen gemacht und einer ist auch baden gegangen. Das seht ihr jetzt im Folgenden. Let's go! Viel Spaß euch! Freunde der gepflegten Skiunterhaltung, es war ein toller Trip, hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an Snowtrax und auch an die ganzen Tourismusverbände. Heißt mal Switzerland, Interlaken, Jungfrau, Joch, Bergbahn und auch Jungfrau Region. Vielen, vielen Dank, hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass euch die Aufnahmen auch gefallen haben. Und was ich auch noch zum Ski-Coach sagen wollte ist, das ist ganz cool, denn das ist total versteckt. Ne? Das hier in der Jacke. Hier kann ich die Knöpfe, das sind eh nur drei Knöpfe, kann ich hier bedienen. Genau, das heißt Mute an, Mute off. Und hier habe ich dann was im Ohr. Hier ist auch ein Mikro, das verstecke ich immer so ein bisschen für die Fotos. Das nervt vielleicht den Corby, weil er dann eine leichte Rückkopplung hat, aber das ist dann nicht ganz so wild. Genau, finde ich auf jeden Fall cool. Wenn ihr mehr Video-Content von mir sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich mehr interessieren, ob ihr auch mal Bock habt, hier hinzukommen oder ob ihr auch schon mal hier wart und dann vielleicht da oben auch auf das Jungfraujoch, sieht man da oben, da hochfahren wollen würdet, um euch da mal dieses Naturspektakel anzuschauen. Ja, großes Dankeschön an den Corby, der Kanal ist auch verlinkt. Könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen, macht auch geile Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, euer Julian.